Heute gerade wieder so richtig bewusst geworden ist, wenn du und solange du Selbstständiger bist, Kleinunternehmer, das heißt, bis zu einer Unternehmensgröße von 4, 5, 7, 8 Mitarbeitern, letztendlich, wie viele Mitarbeiter du hast oder wie viele Freelancer oder Festangestellte, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht darum, bis zu einer Größe, wo du letztendlich vom Cashflow her dir noch keinen festen HR-Mitarbeiter leisten kann. Und das kann unter Umständen, es gibt Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Callcenter, Telecenter, wo die, in Telecentern ist häufig die Marge so dünn, dass man erstmal 50 Mitarbeiter benötigt, um sich überhaupt einen festen HR-Manager leisten zu können. Ja, also davon mal völlig unabhängig, ob du jetzt ein Investment-Beratungshaus bist und könntest dir theoretisch einen HR-Manager schon ab dem dritten Mitarbeiter leisten, weil deine Marge eben entsprechend hoch ist, weil du einfach deine Trader oder Consultants einfach so stark hebeln kannst. Also egal, wie groß jetzt die Größenordnung bei dir ist, wo du es dir eben leisten könntest, bis zu diesem Punkt, wo du dir einfach keine festen Angestellten im Bereich Recruiting leisten kannst, ja, ob du es jetzt outsourcest oder nicht, auch davon völlig unabhängig, würde ich immer, 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 genauso wie die Neukundenakquise, genauso wie die Mitarbeitergewinnung. Es ist das Gleiche. Ja? Neukundengewinnung ist gleich Mitarbeitergewinnung und umgekehrt in vielerlei Hinsicht letztendlich fast das Gleiche. Und besonders in dem, was ich jetzt hier gerne nochmal betonen möchte, ist die Übung. Das heißt, selbst wenn du also noch keine Leute hast, festen Leute, die das für dich machen, bis zu diesem Punkt, das ist für viele Hunderttausende von Selbstständigen, ist das der Fall. Auch Dienstleistungen, auch in meiner Zielgruppe, Branche, IT-Branche, Digitalexperten, Berater und so weiter, ist es für Zehntausende, Hunderttausende eben der Fall, dass du immer und immer und immer Recruiting-Gespräche führen musst und auch Neukundengewinnungsgespräche, also Akquisegespräche. Selbst wenn du an einem Punkt bist, wo du absolut keine Neukunden mehr gebrauchen kannst, weil du einfach quasi landunter bist mit Aufträgen, selbst dann würde ich mir immer, und wenn es nur eine Stunde in der Woche ist, immer Neukundenakquise weiterhin machen. Ja? Warum? Einfach, um nicht aus der Übung zu kommen. Denn wenn es dir mal super gut geht und du machst mal für 6 oder 8 oder Monate oder auch ein Jahr oder noch länger vielleicht gar keine Neukundenakquise, kommst du aus der Übung und du verlierst, zum einen kommst du aus der Übung, zum anderen ist es eine anstrengende Tätigkeit, auch Recruiting ist anstrengend, wenn man es eben eine Zeit lang nicht macht. Das ist letztendlich genau das Gleiche, wie wenn du sagst, und zum anderen letztendlich bleibst du am Ball, auch das Marktfeeling behältst du auch bei. Ja, ist auch ganz, ganz wichtig. Und zum anderen letztendlich ist es auch so, dass wenn du sagst, okay, naja, ich brauche doch jetzt gar keine Leute, ich mache jetzt doch keine Recruiting-Gespräche. Oder du sagst, ich brauche doch jetzt gar keine Neukunden, ich mache doch jetzt gar keine Akquise-Gespräche. Oder lagere es aus oder ich hole mehr Leute rein oder was auch immer. Ich vergleiche das immer so gern mit der Weltmeisterschaft im Fußball. Du wartest doch auch nicht bis einen Tag vor der Weltmeisterschaft, bevor das Turnier beginnt, dass du und fängst dann an, den Ball ins Tor zu schießen. Du trainierst doch das ganze Jahr über, du trainierst ja 4 Jahre. Wenn die Weltmeisterschaft heute vorbei ist, trainierst du morgen schon wieder für die nächste. Ja? Und ich denke, das ist einfach eine sehr, sehr gute Metapher, die das einfach auch nochmal auf den Punkt bringt, das Ganze. Und genauso ist es in der Neukundengewinnung, genauso ist es in dem Recruiting. Und mal ganz ehrlich, abgesehen von in Deutschland, das ganze Backoffice, also Buchhaltung und Steuern und so weiter, als Dienstleister gibt es letztendlich nichts Wichtigeres als Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung. Letztendlich, das ist letztendlich der whole thing, ja. Denn, und natürlich dein Produkt und deine Dienstleistung per se, das setze ich jetzt mal voraus. Da musst du natürlich auch immer weiter dran bauen, aber das setze ich jetzt mal voraus, dass das schon tipptopp ist. Und da ich jetzt dieses Video auf YouTube hochlade und nicht genau weiß, was da dein Produkt oder deine Dienstleistung ist im konkreten Fall, ja, möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Aber diese drei Sachen sind es letztendlich und das Backoffice, also sind es letztendlich 4 Sachen. Ja? Und ganz besonders, wenn du eben in dieser Größenordnung bist. Und ich denke, dass das viel zu viele Leute verkehrt machen, dass sie sagen, und dadurch entstehen halt immer diese unfassbaren Ups und Downs. Ne? Das heißt, immer dann, wenn ich also dicht bin mit Neukunden, mache ich absolut keine Akquise mehr. Immer dann, wenn ich unfassbar viele Leute habe und ich muss eigentlich gar keine Leute einstellen,
oder ich habe auch nicht viele Leute, oder ich muss einfach aktuell keine Leute einstellen, weil ich noch keine Neukunden habe. Zum Beispiel, diese Kombination ist auch sehr häufig bei den Leuten, die sich bei mir in Strategie-Session buchen. By the way, kannst du dich gerne bei mir buchen. Dann ist es trotzdem wichtig, dass du hier und jetzt und heute schon Recruiting-Gespräche führst. Genau aus dem Grund. Ja? Wenn in 4 Jahren die nächste Weltmeisterschaft ist, dann fängst du morgen schon dafür an zu trainieren. Und wenn du dann letztendlich mal, das kann ruckzuck gehen, hast du plötzlich einen Haufen Neukunden. Ja? Und dann plötzlich brauchst du Mitarbeiter. Und dann fängst du erst an, Anzeigen zu schalten. Dann fängst du erst an, irgendeine Recruiting-Firma zu beauftragen. Dann fängst du erst an, dann plötzlich bist du im Panikmodus. Ja? Und dann hast du Probleme mit der Delivery. Ja? Weil du erstmal einen Pool von Bewerbern aufbauen musst. Und das ist in Deutschland teilweise noch mal langsamer als in anderen Ländern. Also ich habe da sehr viel Erfahrung, zum Beispiel auch in der UK oder US oder auch in anderen, Dubai und auch Singapur und so weiter, so diese schnelllebigen Länder. Da kannst du vielleicht heute kannst du eine Anzeige schalten und hast übermorgen schon 20 Bewerber oder irgendwie sowas, ne? Die alle einen Tag drauf schon anfangen könnten. Das ist in Deutschland ist eher alles ein bisschen zäher und ein bisschen langsamer. Das heißt, das ist ja nochmal, kommt nochmal oben drauf, ne? Dass du letztendlich teilweise, wenn du heute eine Anzeige schaltest oder irgendwie Recruiting machst, dann hast du teilweise Bewerber, die bewerben sich für Startzeitpunkt irgendwie in 3 Monaten oder sowas, ja. Also kommt vor, ne, dass die sagen, dass sie sich, wenn man, wir hatten zum Beispiel Studenten, die haben sich im Februar beworben auf ein Praktikum für Juli. Ja, es ist einfach okay, ja, alles klar. Ne? Also ich meine, das kannst du, ich denke mal, dass eventuell bei Siemens oder bei Daimler-Benz oder sowas, dass die vielleicht da halbjährig irgendwie im Voraus planen oder sowas, ja. In der Summe spielt es da vielleicht keine Rolle, aber ich rede ja jetzt hier eben zu dir und ich denke mal, wenn du jetzt soweit bist jetzt noch beim Video mit dabei warst, dann bist du wahrscheinlich auch in der Kategorie, ja, 0 Mitarbeiter bis 20, 40, 50, auch bis 150 Mitarbeiter, ne, letztendlich. Ja, das kann schnell mal ein größerer Kunde kommen und da brauchst du auf den Schlag auch mehr Mitarbeiter oder zumindest mal Bewerber, ne? Also bis du die richtigen Bewerber schon hast, ne? Also das muss alles schon quasi mit Voraussicht, ja, musst du antizipieren, ja, Antizipation muss da stattfinden und das permanent, toujours, ja, also bis du mal eine größere Firma bist, dann, aber selbst dann, ja, du siehst ja auch bei den ganzen großen Firmen, die haben permanent irgendwelche Ausschreibungen, permanent irgendwelche Stellenausschreibungen, die sind permanent auf der Webseite, ja, was letztendlich auch quasi einen bilateralen Effekt hat, ne? Also wenn du zum Beispiel Neukundengewinnung betreibst, die schauen dann auf deine Webseite und dort steht, dass du einen Haufen Leute einstellst, ist es auch nochmal ein Feedback und ein Garant dafür oder also auch nochmal eine Impression, ja, die du quasi hinterlässt, dass dir sehr gut geht. Ja, also das haben ja auch viele nicht verstanden, dass das sowieso in Tandem eine sehr intelligente Sache ist zu machen. Aber das ist nochmal ein fortgeschrittenes Thema. Gerne bei mir beraten lassen, Strategie-Session buchen. Hier unten findest du einen Link, glaube ich, wenn du das Video auf YouTube siehst. Hier oben, wenn du das Video auf LinkedIn siehst. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao.